Moin moin und willkommen zurück zu Imperial Destroyer Mod. Ja, wir befinden uns immer noch in unseren Stellungen vor Warschau, nachdem wir den Aufstand in Gdansk niederschlagen mussten. Ja, das hat unseren Vormarsch natürlich leider etwas verzögert, aber inzwischen ist die Lage ja bereinigt. Die Truppen müssen jetzt lediglich noch etwas auffüllen und dann geht's gegen Warschau, wo bereits starke polnische Verbände auf uns warten. Die sind gar nicht mal so übel ausgerüstet. Ziemlich fähige Linieninfanterie. Haben wir ja schon feststellen dürfen, dass die der preußischen durchaus gewachsen ist. Jede Menge Kavallerie, leider, die ja auch bereits ihren Wert beweisen durfte. Inzwischen hat man sogar wieder Artillerie angeschafft. Nicht ganz ohne. Ja, trotzdem, ich habe die modernere Artillerie. Und die Truppen sind dabei, sich aufzustocken. Ich denke, beide Armeen zusammen sollten in der Lage sein, Warschau zumindest unter Belagerung zu setzen. So sind die beiden auf jeden Fall in Verstärkungsreichweite zueinander. Für den Fall, dass die Polen plötzlich einen Gegenschlag planen. Dann schauen wir mal. Ach, Moment. Ja, Mädel. Dann habe ich ja nur die Agenten, die beobachten also die Lage. Dann passt das. Ja, die Briten haben... Oh, ja, der übliche KI-Fehler, den sie leider nie bereinigt gekriegt haben, dass die KI es nicht vernünftig hinkriegt, die Schiffe zu beladen, liegt an einer fehlerhaften Benennung der Schaltflächen. Leider die KI genauso betrifft wie die Menschen. Okay. Also ab davon, dass die Polen offenbar versuchen, bei mir Technologien zu stehlen, sieht es so aus... Oder sah das eben so aus, als würden die Polen Teile ihrer Armee aus Warschau herausschicken. Wäre mir ja nur recht. Barbaresken haben eine ganz anständige Flotte da. Die machen noch durchaus jede Menge Ärger. Ah, sehr gut. Improved Animal Husbandry. Ja, zeig mal her. Ja. Da sind wir tatsächlich mal nicht mehr so weit weg. Von der nächsten Bauernhofstufe ist leider nun mal so. Wir brauchen auch langsam hier das verbesserte Bajonett, damit die Truppen besser werden. Und ich auch bessere Truppen rekrutieren kann. Explosivgranaten wären auch toll. Ja, aber wir brauchen erstmal Landwirtschaft und Industrie. Leicht leider halt noch nicht. Dafür brauchen wir noch 4-Field Crop Rotation. Die wird gerade erforscht, dauert noch 6 Runden. Dann kann ich endlich meine Landwirtschaft ausbauen. So blöd das klingt, aber als Preußen bin ich davon erstmal abhängig. Gut. Rekrutieren wir noch mehr. Schauen wir erstmal, ne, 535 ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne? Okay. Rücken wir doch erstmal auf Warschau vor. Auch wenn die Stadt aktuell gut verteidigt ist, er hat einen Teil der Truppen tatsächlich weggeschickt. Mein Spion sollte die wohl mal am besten ein wenig im Auge behalten. Muss ich nur aufpassen. Wenn ich die Armee zerschlage, dann stirbt nämlich auch mein Agent in der Armee. Also. Ne, so stark ist die nicht. Könnte ich natürlich auch angreifen. Aber... In Warschau stehen zwar einige Truppen. Ah, ne, passt. Holen wir meinen Agenten rüber, der wirft dann genau auch einen Blick drauf. Ja, mein Lord. Infiltriere die Stadt. Augen und Ohren offen. Okay. Na gut, wenn er jetzt natürlich mit Verstärkung aus der Stadt heraus angreift, hätte ich ein Problem. Wegen der ganzen bewaffneten Zivilisten. Aber ich denke, es sollte zu knacken sein. Ja, weiterhin backt die KI da rum.
Das finde ich immer sehr ärgerlich. Auch wenn ich nicht wüsste, wie die Briten jetzt mit ihren Truppen irgendwas erreichen können, wollen, schlussendlich. Ganz schön große Flotte. Da ist eine Allianz zerbrochen, weil Portugal Spanien den Krieg erklärt hat. Okay. Jetzt hat er noch mehr Truppen aus der Stadt abgezogen. Eine offene Feldschlacht wären die recht knackig. Ziehen wir den Jungs mal ab und spionieren neu aus. Eine Einheit Linieninfanterie ist immer noch angeschlagen. Die Stadtgarnison ist jetzt natürlich kleiner. Vereinen wir mal die Truppen. Marschieren vorsichtig weiter auf Warschau, denke ich. Ich denke allerdings, dass die Truppenstärke nicht gänzlich ausreichend ist, um einen Sieg sicherzustellen, wenn man sich das anguckt. Vor allem die Kavallerie macht mir da Sorgen, weil die ist wirklich brutal stark. Zwei Runden, bis ich die Stadt erreiche. Über den Fluss hinweg kann er mich nicht erreichen. Ja, dann steht es auch nochmal War of Attrition. Ja, eine Belagerung ist jetzt genau das Ziel. Ich werde die feindlichen Truppen in der Stadt einschließen. Das ist noch meine beste Chance. Ich wünsche, die Briten würden mal mehr auf ihre Navy setzen als auf ihre Armee. Ist natürlich ärgerlich, dass da jetzt die ganze Zeit die Handelshäfen der Briten blockiert sind, weil so kann die KI ihre Rolle als eigentlich See- und Handelsmacht überhaupt nicht ausspielen. Ja, haben sogar die Portugiesen die Spanier angegriffen und verloren. Das Osmanische Reich hat bis jetzt noch keinerlei Verzögerungen verursacht, das ist sehr schön. Da gibt es ja diesen Ottoman Empire Lag. Oh, verdammt. Ah, sie haben einen Agenten erwischt. Toll, mein Erbe heißt Amalia und ist eine Frau, was irgendwie unlogisch ist, aber irgendwie jedes Mal passiert mit Preußen, habe ich das Gefühl. Aber darum kümmere ich mich bei Gelegenheit. Gut. Ich könnte jetzt natürlich mit dem Spion etwas Sabotage verüben. Ich hätte sogar ein paar ganz gute Chancen, das zu schaffen. Nein. Nein, nein, nein. Den holen wir lieber was zum. Warum geht denn jetzt nichts mehr? Nee, geht auch nicht. Ich kann auch die Armee nicht mehr bewegen. Was zum Teufel soll das denn? Gar nichts geht. Ah, deswegen. Er hat die Nachricht nicht korrekt geöffnet, weil ich irgendwas geklickt habe, wahrscheinlich zwischendurch. Schweden greift zusammen mit Frankreich in dem Khanat Hannover an. Dann breche ich jetzt die Allianz mit Hannover. Denn in den Krieg mit Schweden möchte ich jetzt eigentlich nicht reingezogen werden. Tut mir leid, Hannoveraner. Jetzt geht auch wieder die Bewegung. Er infiltriert die Einrichtung da. Ja, das reicht als Info. So, den General schicken wir zurück. Der soll hier mal Truppen rekrutieren. Und er beginnt mit der Belagerung. Ach du Jemine, sind das viele Mörser. Heilige Sch. Na gut, die sind an und für sich in der Stadt nicht schlecht. Also in der Festung. Aber komisch. Warum die KI da immer so viele von rekrutiert. Egal, ich belagere die Stadt. Ist mir egal. Ob er die Mörser hat, ich will ja nicht angreifen. Ich verteidige nur. Ne? Also, den Belagerungsring verteidige ich. Gut, wir rekrutieren noch ein Regiment, das von Karnitz. Zusätzliche Linieninfanterie, das sollte von den Unterhaltkosten 240 her
Jetzt mache ich gerade 222, weil irgendwo wieder eine Handelsroute blockiert ist, aber ich denke, insgesamt sollte das passen. Moment. Nein, nur eine Einheit. Belagerung wird fortgesetzt. Gut. Wo will der denn mit dieser Truppe hin, frage ich mich jetzt irgendwie ein bisschen. Na gut, schauen wir erstmal. Oh! Die Vereinigten Provinzen, der Niederlande, wollen ein Abkommen. Das ist sehr schön und zahlen sogar dafür. Perfekt. Ich kann mich irren, aber irgendwie wirkt das so, als wäre die polnische Armee unterwegs nach Berlin. Fände ich jetzt persönlich nicht so prickelnd. Irgendwie baut die KI mehr Verteidigungsanlagen, als ich das tue. Ah, sehr schön. Dann klettern da ein wenig die Steuereinnahmen. Ja, Tatsache. Die Route führt direkt nach Berlin. Und die Festung würde mich 4000 kosten. Die habe ich aktuell leider nicht. Frankreich hat sein Handelsabkommen mit mir beendet. Das ist ärgerlich. Ich kann eins mit Kohle anschließen. Jetzt wollen sie. Vorher waren die Beziehungen ziemlich schlecht und sie nehmen direkt an. Sehr schön. Also, obwohl sie ein Protektorat sind. Von Polen. Ah, was soll's. Machen halt ihre eigene Politik. Sehr schön, die Truppen sind vereint. Dann jetzt Marsch. Ich mache immer noch ganz, ganz kleines Plus. Glücklicherweise. Die Flotte kriegen sie. Oh, hallo! Die Briten haben ja tatsächlich Schiffe. Wo hat er die denn hergezaubert? Man sollte lieber mal seinen Handelshafen freihalten, aber dazu ist die KI leider immer noch nicht in der Lage. Wunder wirken kann auch. Lord Sith nicht. Osmanische Gelehrte ziehen hier irgendwie kreuz und quer durch die Lande, warum auch immer. Sollte er mal lieber in seinen, ja, Schulen behalten. Oh, die Vereinigten Staaten sind entstanden. Und die Franzosen haben den Großteil dort erobert. Interessant. Von Quebec aus. Hat wohl einen Aufstand ausgelöst. Oh, sehr gut. Ja, okay, Barbara ist eigentlich nicht so toll, aber passt schon. Krieg zwischen Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Vereinigte Staaten und Großbritannien. Ja, okay, gut, passt schon. Interessant, dass sie jetzt schon entstanden sind. 1706. Und nur aus einem Staat bestehen. Gucken, wie lange es sie gibt am Ende. So, die rücken als Verstärkung heran. Ah, natürlich die ganzen Mörser und das starke Fort. Oh, schön! Parlamentskammer ist fertig geworden. Das bedeutet mehr Unterdrückung und mehr Steuern. Nachher. Ich fürchte, das große Museum wird nicht mehr fertig werden, bevor die Festung fällt, oder? Schade drum irgendwo. Die Briten haben tatsächlich mal ihre Flotte auf See bekommen und waren so wieder weg. Oh, die Polen wagen einen Ausfall zusammen mit den Verstärkungen. Tja, sicherheitshalber speichere ich das lieber mal. Und dann wagen wir das Gefecht. Ich bin gespannt. Muss ich zugeben, weil die polnische Überlegenheit, zahlenmäßig zumindest ansatzweise, oder besser gesagt einheitenmäßig, war ja recht groß. Und hat eine Menge Kavallerie. Aber ich glaube, die Mörser sind nicht beweglich.
Wenn ich also außerhalb der Stadt einfach bleibe, also außerhalb, weit weg von der Festung, könnte er die, glaube ich, nicht einsetzen gegen mich. Ja, der Spruch von Charles-Maurice de Talleyrand, französischer Diplomat, ist da nett ausgedrückt. De Talleyrand hat ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sowohl Napoleon als auch der Republik, als auch später dem nach Napoleon wieder eingesetzten französischen König gedient. Wenn jemand misstrauisch sein musste, dann der. So viele Feinde, wie der sich im Laufe seiner Karriere gemacht hat. Das muss man erstmal schaffen. Die Republikaner, die Napoleonisten, als auch die Monarchisten gegen sich aufzubringen. Ist schon eine Leistung. Okay, das Schlachtfeld ist soweit wie erwartet. Gefällt mir ehrlicherweise nicht so wahnsinnig. Diese Bodenwelle ist etwas problematisch hier. Eigentlich würde ich da gerne die Infanterie aufstellen, aber man sieht, dass eine fette Bodenwelle ist und das bedeutet, ich kann die Artillerie schlecht aufbauen. Und schlecht wirken lassen. Wenn ich aber näher aufstelle, bin ich potenziell in Reichweite der Mörser. Die Jungs haben die spanischen Reiter. Das ist sehr gut. Das macht sie frontal fast komplett unempfindlich. Ja, es macht sie frontal komplett unempfindlich für feindliche Kavallerieattacken. Das ist sehr, sehr schön. Bauen wir so schräg auf. Ah, haben wir die spanischen Reiter. Ein bisschen weiter hinten vielleicht. Um definitiv außer Reichweite zu sein. Sehr schön. Aber man sieht diese Bodenwelle hier. Dass ich die Artillerie da nicht einsetzen kann. Wenn ich näher dran aufstelle, kann er auf mich feuern. Das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Ja, kräftige Bodenwelle. Ah, Mist. Das bedeutet, eigentlich macht die Artillerieaufstellung nur hier drüben Sinn. Überall sonst habe ich scheußliches Gelände dafür. Hier sieht man die Bodenwelle deutlich. Das macht wenig Sinn. Und weiter vorne die Armee aufzustellen, ist zu risikoreich. Würde zwar gehen, aber lohnt sich einfach nicht. Am Ende kann der Feind dann bloß halt mit allen Geschützen auf mich feuern. Also wenn ich hier aufstelle, gucken wir einmal. Das wäre zwar möglich, aber ja, mit dem Angelpunkt von dem das Gebäude da vorne, aber es ist mir einfach zu nah an den Geschützen, dann könnten die auf mich feuern. Das macht mir ziemlich Sorgen. Lieber stelle ich weit weg von den Geschützen auf, muss ich sagen. Die Mauergeschütze sind zwar an und für sich nicht so wahnsinnig gefährlich, aber durch die Menge, die da gefeuert werden kann, würde es für mich gefährlich werden. Und dazu halt bin ich potenziell dann in der Reichweite der Mörser. Und das finde ich auch nicht schön. Die Mörser sind zwar eigentlich nicht gegen Infanterie oder Kavallerie ausgerichtet, aber durch die Masse würden sie einfach durch ihre Einschläge irgendwann doch beträchtlichen Schaden machen. Okay. Eine Einheit hier rüber. Ne. Passt. Aber. Na. Die Lücke ist immer noch zu schmal für beide Artilleriebatterien. Gut, das bedeutet, ihr Jungs müsst auch noch woanders hin. Naja, dann stehen sie so weit auseinander. Eigentlich will ich die etwas dichter beieinander stehen haben, die Einheiten. Der Flanke. Für den Fall, dass die Kavallerie da versuchen würde, mich zu umgehen. Gut. Ja,
Ein sehr schöner Sommerplatz für die Artillerie. Jetzt muss ich sie nur noch vernünftig aufgestellt kriegen, sodass es halbwegs hinhaut. Ach, komm schon. Ja. Das ist das Problem hier auch wieder in dem Spiel in Empire, dass das nicht völlig ausgereift war. Man stellt die Einheit nie ganz so auf, wie man sie eigentlich haben will. So muss es jetzt einfach mal reichen. Gut, die Kavallerie, zweite Reihe als Reserve, General nach hinten. Los geht's. Sehe ich das richtig mit dem grünen Punkt da hinten? Da kommt meine Verstärkung rein. Ah, scheiße, die dürfen jetzt erstmal quer über die gesamte Map. Moment, da war's, ne? Ja. Quer über die gesamte Map joggen. Galoppel, Galoppel, General. Und bevor der Feind hier auf die Idee kommt, irgendwie Truppen in eure Richtung zu schicken. Ach, ich die 60 Minuten. Ich dachte, ich hätte ein 40 Minuten Limit eingestellt. Marsch, Marsch. Im Eiltempo. So, dann gucken wir mal, was der Feind so treibt. Der steht in der Festung und rührt sich nicht. Das ist doof. Hier draußen rührt sich doch ein bisschen was. Versucht irgendwie eine Linienformation herzustellen. Dann werde ich das hier mal etwas beschleunigen, weil ich befürchte beinahe, dass die KI hier einen Hänger hat. Gucken wir einmal schnell. Ah. Beschleunigen wir es einfach mal ein bisschen. Kann ich in Ruhe einen Schluck trinken. Rührt sich irgendwie nicht wirklich was. Ich beobachte jetzt eher die Minimap. Das sind seine Verstärkungen. Die bewegen sich tatsächlich auf mich zu. Und das Eintreffen der Verstärkung bedeutet, ich muss hier drüben gucken, dass ich die Flanke komplett sichere. Wenn ich die so jetzt aufstelle, dann knicken die wieder so komisch. Wer auf die Minimap achtet, der merkt, dass sich da doch jetzt eine ganze Menge rührt. Na, machen wir die Jungs mal etwas breiter. Komm. Umso breiter die Linienformation, umso stärker gefährdet durch Kavallerie ist sie immer. Ach, was. Ach, sag jetzt, komm aber mal hier. So. Ah, jetzt rührt sich tatsächlich alles. Das Eintreffen der Verstärkung scheint das bewirkt zu haben. Kann sich mit der Kavallerie offenbar nicht so ganz entscheiden, wo er hin will. Ah, sehe ich das richtig? Moment, da. Die Jungs sind tatsächlich eingetroffen. Beziehen ihre Position. General ziehen wir hinter die Linie. Der General geht ein bisschen weiter hier herüber. Kavallerie nähert sich schon langsam an der Linie. Na komm, jetzt auch mal. Hopp, hopp. Moment. Oh. Ja, ein paar Einheiten rücken jetzt tatsächlich vor. Die Artillerie hat das Feuer schon eröffnet. Was schießen die denn? Das wäre eigentlich, dass sie auf die Linieninfanterie feuern. Oder hier die große Einheit Zivilisten. Aber sie feuern. Wo? Oh! Da zwischen den Gebäuden feuern die hin. Das sind die Mörserbesatzungen. Die sind also tatsächlich unbeweglich. Und gehen deswegen mit Schusswaffen gegen mich vor, häppchenweise. Oh, Moment. Irgendwas stimmt da nicht. Artillerie, Feuer einstellen. Die sollen ja, wie gesagt, auf die Linieninfanterie feuern. Und ich habe irgendwie den Verdacht, dass sie sich gerade gegenseitig beschossen haben. Vielleicht, dass sie so einen schrägen Winkel da hochfeuern mussten. Ich glaube, die Mörser-Jungs sammeln sich nicht nochmal. Moment, die eine Batterie hat irgendwie nicht gefeuert. Warum denn nicht? Ich habe doch einen Befehl erteilt.
Auch so ein Bug, der manchmal auftritt bei Empire, dass sie nicht auf Befehle reagieren. Gut, beide Einheiten Feuer auf die Doppelklick. Vorderste Einheit wird getroffen und flieht. Feuern tatsächlich ein paar Salven ab. Aber insgesamt hat das kaum Auswirkungen. Werden einfach niedergemäht. Da ist offenbar eine Bodenwelle im Weg, aber das hat getroffen dann doch mal. Schön. Jeder Verlust zählt. Das Problem ist, sie rennen damit direkt auf meine Kanonen los, ne? Okay, die sind so gut wie alle zurückgeschlagen, die Mörser-Jungs. Mehr als Munition verbrauchen haben die auch nicht erreicht. Oh! Da ist der feindliche General durch eine einzelne glückliche Kanonenkugel gefallen. Sehr schön. Ah, was sagt die feindliche Moral dazu? Concerned Friends Routing. Ja, sonst nicht. Noch irgendwas. Schade. Ich hätte gehofft, dass irgendwie das eine Auswirkung hätte, aber es war ja kein richtiger General, soweit ich weiß. Davon hat er nämlich aktuell gar keinen. Weiter auf die Jungs feuern. Ein Generalseinheit flüchtet nach dem Kanonentreffer von eben. Na, schade, Jungs, das müsst ihr doch besser können. Okay, das ist jetzt. Nach der Salve eben werden jetzt Schrapnelle geladen. Und die Kavallerie hält sich bereit für einen Countercharge. Also einen Gegenangriff. Er feuert, ohne große Wirkung bis jetzt. Ich weiß nicht, die Schüsse gehen aber anscheinend auch eher in Richtung der Infanterie. Oh, da waren die ersten paar Salven mit Schrapnellen. Riesenschrotflinte quasi. Ah, hat doch einiges an Verlusten verursacht. Oder vielleicht ist das auch die Linieninfanterie, die feuert. Die Schütze richten sich aus und feuern. Da fallen doch einige um. Man sieht dann die Einschläge so ein bisschen im Boden und überall hinfliegen. Kavallerie hat ein bisschen was abgekriegt tatsächlich durch einzelne durch die Gegend fliegende Musketenkugeln. Ziehen wir die mal ein Stück zurück. Und auch den General nochmal. Muss ja nicht sein, dass er irgendwie durch eine zufällige vorbeifliegende Musketenkugel stirbt. Anhaltende Feuer zeigt seine Wirkung. Das sind ja Zivilisten. Also denke ich, dass ich jetzt durchaus relativ ungestraft ein Stück näher rangehen kann an die. Vor allem bei anhaltenden... Ist da schon wieder ein Kavallerist gefallen? Nee. Vor allem bei anhaltendem Kanonenfeuer. Ja, ein paar polnische Einheiten haben wir schon gut einstecken müssen. Salve um Salve, Männer. Noch näher ran. Kanonen werden geladen. Der Feind hat inzwischen hohe Verluste erlitten. Hält dafür allerdings immer noch erstaunlich gut stand. Aber die Verluste durch die Kanonensalven mit Schrapnellen häufen sich jetzt. Und auch das anhaltende Musketenfeuer zeigt Wirkung. Da rennen sie. Ja. Oh, die feindliche Kavallerie nähert sich. Dreht wieder um. Artillerie erstmal Feuer einstellen. Ladet die Rohre. Wir müssen jetzt schauen, was die feindliche Kavallerie macht. Eventuell muss da meine Artillerie das Feuer auf sie eröffnen. Ja,
Da sie jetzt weggeritten ist, lass ich sie erstmal woanders hinschießen. Ah, näher ran. Er stürmt auf etwas merkwürdige Art und Weise schräg an. Und reitet voll in die spanischen Reiter. Und das bedeutet... auch durch Musketenfeuer. Völlige Vernichtung der feindlichen Kavallerie. Moment. Gott, ey. Sowas von nervig. Ja, dass man die hier nicht vernünftig bis zum Kartenrand aufgestellt kriegt, ist wirklich frustrierend. So, und so. Sollte halbwegs passen. Tiefere Programmation bilden, Jungs. Kann die Kavallerie nicht so leicht durchbrechen. Weil theoretisch kann sie da an den spanischen Reitern vorbeireiten. Das möchten wir natürlich nicht. So. Hat sich tatsächlich nochmal jemand gesammelt. Wieder erworben. Die Artillerie feuert weiter. Die Kavallerie könnte jetzt theoretisch langsam zum Einsatz gehen. Also Feuer einstellen für die Artillerie und Attacke. Und ihr greift da an. Die Jungs müssen dann natürlich im richtigen Moment das Feuer einstellen, sonst erleiden sie zu hohe Verluste. Und tatsächlich auch einige gefallen inzwischen. Das anhaltende Feuer auch von Zivilisten zeigt dann Wirkung. Feuer einstellen, Reihen schließen. Ach, ich dachte gerade schon, die sterben durch die spanischen Reiter, aber nein. Ach, ich kann mich erinnern, dass das im Grundspiel ursprünglich mal ein echtes Problem war. Die Schütze haben weiterhin keine Feuererlaubnis. Jetzt dürfen sie. Nachdem die Kavallerie hier den Feind niedergemacht hat. Bis jetzt rührt sich die feindliche Kavallerie noch nicht unbedingt. Ja, obwohl hier muss irgendwie eine Einheit vorbeigekommen sein, weil da liegen einige tote Pferde. Okay, Jungs, die bilden da schon eine Linie auf die Kavallerie. Und feuern vereinzelt. Feuer einstellen. Attacke. Bevor er die Linie vollständig bilden konnte, wird er niedergeritten. Die Jungs hatten auch großen Spaß. Oh, oh. Das war feindliche Kavallerie. Ich will nicht auf offenem Feld erwischt werden von den polnischen Lanzieren. Vollgas, Jungs. Schnell, 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 schnell weg. Die Artillerie schweigt. Schön die Schrapnelle geladen halten, für den Fall, dass die Kavallerie hier heranstürmt. Sieht allerdings aktuell nicht so danach aus, also... Rohre mit Kanonen, Kugeln laden. Oh, 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 jetzt wird es aber ein bisschen knapp. Gerade noch rechtzeitig die Einheiten umgedreht. Und... boah, die Kanonenkugel saß. Die hat die Einheit, was davon noch übrig war, ja glatt gedrittelt. Das, was noch übrig ist, wird jetzt von meiner Kavallerie überrannt und niedergemäht. Anhaltender Feuerkampf läuft. Treffen tatsächlich noch Verstärkungen ein. Autsch. Artillerie lohnt sich aktuell durchaus. Die Kavallerie sammelt sich wieder. Obwohl im Zentrum der Kampfhandlung keine allzu hohen Verluste. Oh, jetzt scheint der Gegner langsam vorzurücken. Allerdings sind die feindlichen Einheiten inzwischen stark geschwächt.
scheint so eine Art, ja, ein langsames Vorrücken hier durchzuführen, häppchenweise. Feuert eine Salve oder auch zwei und rückt dann wieder ein Stück weit vor. Na, jetzt kommt er doch etwas näher, was mir Sorgen bereitet. Aber er kommt dabei, glaube ich, zu nahe. Artillerie steht jetzt unter Feuer. Er stürmt dann meine Stellung. Sollte er das bei der Artillerie auch versuchen, habe ich ein Problem. Daher die Kavallerie in Reserve hinter die Artillerie. Sollte er die Artillerie anstürmen und bis zum Sturm kommen, rennt die Kavallerie gegen an. So, los Männer. Schrapnellschüsse. Boah, das war übel. Na, schafft die Jungs das noch, den in die Linie zu feuern? Wir haben ja eben doch eine ganze Menge Leute verloren. Die Jungs sind inzwischen stark angeschlagen. Die Polen nicht direkt schwach. Nachbareinheit übernimmt das und hilft aus. Der Gegner ist so gut wie tot. Es ist durchaus zu schaffen. Kavallerie hält noch die Stellung, oder? Ja, noch. Ah, nee, der Feind verliert durch die schweren Verluste, durch die Schrapnellschüsse jetzt doch die Nerven. Da wird in die Flanke gefeuert. Beiderseitig, die Jungs feuern in die Flanke und werden dabei in die Flanke geschossen durch Schrapnelle. Und verlieren die Nerven. Noch ein Schrapnellschuss. Feind flüchtet, größtenteils. Die müssen wieder ihre Stellung beziehen. Trotz hoher Verluste halten die einfach mal ihre Linie. Es wird weiter gefeuert. Oh, da kommt eine Kavallerieeinheit angestürmt. Auf die gerade erst aus dem Nahkampf zurückgekehrte Einheit. Die Jungs sind teilweise noch am Laden. Und der Rest landet in den spanischen Reitern und stirbt wie die Fliegen. Sehr schön. Ich glaube, die Einheit wurde komplett ausgelöscht. Oh. Attacke. Da sind tatsächlich einige Einheiten wieder gesammelt. Also das gleiche Spiel wie vorhin. Wieder zurück in Position und dann den Feuerkampf erneut aufnehmen. Die frischen feindlichen Kavallerieeinheiten kommen jetzt herangestürmt. Ein bisschen die Augen offen halten. Feuer schwenken. Dragoner holen wir wieder zurück, die eigentlich gar keine Dragoner sind. Oh, kracht er so halb in die Flanke, der bereits stark angeschlagenen Einheit. Die verliert er durchaus Leute. Und dann bleibt der Feind wieder an den spanischen Reitern hängen und wird von den Pferden geschossen. Auch da hat er es versucht. Semi-erfolgreich. Die Artillerie nach vorne bewegt, die jetzt feuert. Da kommt tatsächlich noch eine feindliche Infanterieeinheit heranmarschiert. Ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo ich sage, es wird Zeit, diese Schlacht mal etwas zu beenden. Kavallerie, wenn auch erschöpft, geht zum Sturm an. Der Feind ist nicht mehr in der Lage, sich rechtzeitig zu positionieren und den Angriff abzuwehren. Und wird niedergeritten. Schwere Artilleriefeuer zeigt hier auch Wirkung. 34 Mann leben noch. Und jetzt tritt auch die Einheit im Nord, weiter nördlich hier gerade, die Flucht an.
Das kombinierte Feuer war dann doch zu stark. Sehr schön. Die Einheit ist größtenteils ausgelöscht. Jetzt verfolgen wir die. Weitere Ziele gibt es leider nicht so wirklich. Da kämpft die feindliche Linieninfanterie immer noch. Ihr Jungs könntet mal ein besseres Schussfeld gebrauchen, ne? Ja, auch. So. Wenn die halt manuell aufgestellt. Tja. Feind ist jetzt rar gesät. Da ist noch eine Artilleriebatterie. Ich würde sagen, wir bringen die beiden Einheiten mal nach vorne. Im Eiltempo. Wird Zeit, das hier zu beenden. Das sind die letzten Einheiten, die noch Widerstand leisten. Auch die Jungs hier nehmen bessere Positionen ein. Kavallerie kommt auch mal hier herüber. Boah. Sieht gut aus für mich, würde ich sagen. Polnische Armee ist so gut wie zerschlagen. Stärkebalken kaum noch sichtbar. Moment, jetzt habe ich noch die Kavallerie angewählt. Ich will aber nur die Infanterie. Ja, kommt jetzt erstmal. Manuell positionieren kann ich euch jetzt immer noch. Marsch, 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 marsch. Und in Flankenposition bringen. Ah, die Jungs haben schon gut Verluste erlitten. Auch hier häufen sich die Verluste beim Gegner. Noch kurz umpositionieren. Die Einheit feuert. Und die Jungs. Wurden wieder in den Kopf geschossen. Die Artillerie, die vorgerückt ist. Nee, ihr sollt auf die Infanterie da feuern. Damit kriegen allerdings die Jungs hier jetzt ein Problem. Wenn die Artillerie sich da in Position bringt, Schrapnellmunition auspackt, dann kriege ich ganz schnell Probleme. Ergo Sturmangriff. Gegen eine fast intakte polnische Infanterieeinheit ist das natürlich eine verlustreiche Angelegenheit. Noch wehen die Flanken. Ihr schafft das, Jungs. Verluste sind hoch. 117, 116, 114, 112, 111. Eieieiei. 110, 108. Einige Männer sind fast bis zur Artillerie durchgestürmt. Jetzt konzentrierter Angriff mit allem auf die Artilleriebatterie. Kavallerie übernimmt die flüchtenden Einheiten. Die Polen leisten heroischen Widerstand da. Töten eine ganze Anzahl meiner Linieninfanteristen. Sind jetzt nur noch 91 in der einen Einheit übrig. Aber die werden jetzt zahlenmäßig langsam niedergerungen. Die Artillerie der Polen feuert. Glücklicherweise mit Kanonenkugeln, wie es aussieht. Und zerlegt einfach mal ein Gebäude. Wow! Aber insgesamt reicht das nicht mehr. Kavallerie und Infanterie stürmen die Stellung der Artillerie. Von allen Seiten werden sie überrannt. Wunderschöner Anblick, sowas. Letzte Infanterieeinheit flieht. Die Artillerie kämpft tatsächlich noch. Mit 14 Mann. Großteil der polnischen Truppen ist überwältigt. Ja, das war's jetzt. Ja, bringen wir noch so viele wie möglich zur Strecke, wie wir können. Noch ein einziger Artillerist lebt. Müssen wir jetzt die Jungs hier verfolgen. Vor allem die Kavallerie, die soll diese etwas hakelige Flucht beenden. Es sind wirklich nur noch einer übrig. Sitzt auf dem Pferdewagen. Dragoner holen den Feind ein. Gut, muss ich mir keinen Kopf drum machen. Galoppe, 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 kommt schon, Jungs. Die flüchtende Einheit müssen wir noch erwischen. Ah, klappt gut genug. Sterben eigentlich alle, die da waren. Und der letzte
Mein letzter ist noch unterwegs. Erstmal Fernkampf ausschalten, nicht, dass sie sich gleich gegenseitig erschießen. Dann erkläre ich, kriegen alle den Befehl Sturmangriff und der Mann wird einfach umgeschmissen. So, das sind die letzten hier. Noch 10 Mann. Ja, komm. Bisschen näher ran und Fini. 3 Mann. Ja, das war es jetzt effektiv. Brauchen wir nicht mehr weitermachen. Knapper Sieg. Naja, so würde ich das ja nicht sehen. Zu irren ist menschlich, zu vergeben ist göttlich. Ja. 385 Mann verloren. Die Polen haben deutlich höhere Verluste, auch wenn einige meiner Einheiten ziemlich übel angeschlagen wurden. 87, zwei Einheiten sind auf 87 Mann heruntergeschossen. Aber das Herz der polnischen Verteidigung ist herausgerissen, würde ich sagen. Auch wenn da noch irgendwo eine polnische Armee herumrennt, traue ich der nicht zu, dass sie den Kriegsverlauf noch drehen kann. Natürlich braucht Berlin eventuell trotzdem zusätzliche Verteidigung. Ah, sehr gut. Die erste Dampfpumpe erfunden. Armeen vereinen sich. Er hat zwar noch eine ganze Anzahl der Mörser übrig, aber die Stadt hält nicht mehr lang durch. Tja. Ich denke, an dem Punkt können wir sagen, der Sieg ist mein. Polen hat den Krieg eindeutig verloren. Warschau wird fallen. Ja, morgen soll es die Verkündigung des Gewinnspiels im Übrigen geben, bevor ich dann hoffentlich im nächsten Video dieser Reihe ganz Polen besetzen kann. Also wie gesagt, Mittwoch die Verkündigung des Gewinnspiels, wer gewonnen hat, mit einem kleinen Extra. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Like, teilt das Video, kommentiert und ansonsten macht's gut. Für Russen den Allvater.